Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch DNA 2 von Genetik in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. DNA 2 von Genetik, das Ganze ja schon eine Zeit lang draußen, allerdings in physischer Form erst recht kurz draußen, und zwar am 18. Oktober 2018 wurde das Album das erste Mal in physischer Form released. So sah das aus, Genetik DNA 2. Allerdings muss man dazu sagen, gab es dies nicht regulär zu kaufen, sondern es war hier Inhalt in der You Always Live Again Box. Und nachdem das Album, wie gesagt, rein so nicht zu kaufen war, in CD-Form, hat man das Ganze dann hier als Vinyl am 18. Oktober ebenfalls rausgebracht. Und die stelle ich euch heute vor. Also, wir haben hier eine schwarze Vinyl. Und wieso sehen wir das schon? Weil diese hier schlicht und einfach in einer Klarsichthülle, in so einer durchsichtigen Folie drin steckt. Hier unten lesen wir DNA 2 in diesem Neongrün, wie auch schon das CD-Design gehalten war. Und dann haben wir hier oben rechts einen Sticker. Und zwar haben wir hier die Tracklist. Wir haben hier 11 Tracks an der Zahl. Und wir haben hier die Features aufgelistet. Und zwar haben wir Features von OG Kimo, Olexesh, Kollega und Tiavo. Hier oben roter Genetik-Schriftzug, Barcode und hier unten dann die Credits. Gut, dann holen wir mal das Ganze aus der Folie. Das Ganze in dem Fall ja wirklich nur eine Vinyl. So, und die sieht dann so aus. Also klassisch in Schwarz gehalten das Ganze. Hier lesen wir dann A-Seite. Wir haben hier insgesamt 6 Tracks an der Zahl, die hier aufgelistet sind. Und dann haben wir auf der Rückseite natürlich die B-Seite. Hier die restlichen 5 Tracks mit aufgelistet. Ergibt insgesamt 11. So sieht das Ganze dann aus. Also eine klassische schwarze Vinyl. Kommt in dieser Folie, in dieser Hülle. Jetzt kann man das DNA 2 auch nochmal etwas besser lesen. Ja, und viel mehr gibt es zu dieser Vinyl Edition nicht zu sagen. Hinterseite blank. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es bevorzugt, das Ganze so in einem regulären Gatefold oder in einer regulären Vinylhülle vorzufinden. Allerdings muss man sagen, ist es auch irgendwie stimmig vom Design her, denn man hat ja auch schon beim CD-Design, also generell bei diesem Layout von DNA 2 hier sehr minimal gearbeitet und das Ganze so entsprechend durchsichtig gestaltet. Dementsprechend ist es von der Optik natürlich passend zum Album. Allerdings, wie gesagt, hätte ich mich doch deutlich mehr gefreut über ein Gatefold, aber das ist wie immer Geschmackssache. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare, und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Genetik unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf, ciao!